Lieder im Ohr. Hallo und herzlich willkommen bei Lieder im Ohr. Heute zeige ich die Gitarrenakkorde für meinen Tab-Song Frecher Becher Hey Hey. Ich habe es hier auf YouTube im Video in E-Dur gespielt. Ich habe E-Dur genommen, damit es in der Kinderstimmlage ist, aber man kann es natürlich auch in D-Dur spielen und mit dem Capo 2. Dann hat man das Fis-Moll nicht. Die Kinderstimmlage sollte nicht unter das C1 gehen im Kindergartenbereich und deswegen habe ich E-Dur ausgewählt. Dann sind die Akkorde E-Dur, zwei Takte, Fis-Moll, zwei Takte, wieder E-Dur, zwei Takte, ein Takt D-Dur, ein Takt H-Dur, zwei Takte E-Dur, ein Takt A-Dur, ein Takt H7, zwei Takte E-Dur, ein Takt D, ein Takt H7. Und dann kommt der Refrain, da ist es dreimal hintereinander, ein Takt E, ein Takt Fis-Moll, ein Takt A, ein Takt H7. Und beim letzten Mal E, Fis-Moll, A und E. Man kann es natürlich auch in D-Dur spielen, dann wäre es zwei Takte D-Dur, zwei Takte E-Moll, wieder zwei Takte D-Dur, ein Takt C, ein Takt A7, D-Dur, G-Dur, A7, D-Dur, C-Dur, A7. Und dann ist der Refrain D, E-Moll, E, A7. Aber in der Originaltonart in E-Dur. Diesen Becher brauchen wir heute nicht zum Zähneputzen. Wir werden ihn beim Becher-Hit für den Rhythmus nutzen. Wir probieren alles aus, was der Becher hergibt. Jeder so wie er es kann, mach doch einfach mit. Frecher Becher, hey, hey, dreh dich um. D-Dur würde es so klingen. Diesen Becher brauchen wir heute nicht zum Zähneputzen. Wir werden ihn beim Becher-Hit für den Rhythmus nutzen. Wir probieren alles aus, was der Becher hergibt. Jeder so wie er es kann, mach doch einfach mit. Frecher Becher, hey, hey, dreh dich um. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Singen mit den Kindern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.